Guten Tag, Frau Gnadl. Hallo. Welcher Partei gehören Sie an und seit wann? Ich bin seit 1997 Mitglied der SPD, mit 16 Jahren eingetreten. Wie alt sind Sie? Ich bin 37. Sind Sie eher ein Stadt- oder ein Dorfkind? Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Haben Sie in Ihrer politischen Karriere Vorbilder gehabt? Ja, auf jeden Fall. Total begeistert hat mich schon in meiner Jugendzeit Regine Hildebrand, die ich einmal gehört habe in einem großen Stadion. Und sie ist mein politisches Vorbild. Eine gute Fee kommt vorbei und gewährt Ihnen einen Wunsch. Welches politische Ziel von Ihnen würden Sie dadurch erfüllen lassen? Ja, ich fände es super wichtig, wenn wir eine Ausbildungsgarantie für alle jungen Menschen hier in Hessen hätten. Was halten Sie von der Trennung von Schulklassen bereits nach der Grundschule? Ich bin für längeres gemeinsames Lernen. Ich habe selbst zwei Töchter, beide sind jetzt in der Grundschule und ich sehe einfach, wie schwierig das ist, wenn schon Kinder in der dritten, vierten Klasse für Kinder entschieden wird, welchen Lebensweg sie gehen. Und deswegen finde ich längeres gemeinsames Lernen sehr wichtig. Welches politische Ziel haben Sie erreicht, auf das Sie besonders stolz sind? Ja, das war in meinem ersten Jahr hier im Hessischen Landtag, 2008. Da gab es die Möglichkeit, zusammen SPD, Grüne und Linkspartei die Studiengebühren abzuschaffen, und darauf bin ich sehr stolz. Wie stehen Sie zum kostenlosen ÖPNV? Ja, kostenloser ÖPNV ist grundsätzlich ein gutes Ziel. Ich würde aber sagen, wichtig ist auch vor allen Dingen die Kapazitätserweiterung im ÖPNV. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, im ländlichen Raum. Und da würde uns jetzt kostenloser ÖPNV wenig nutzen, weil wir gar nicht genügend Kapazitäten haben, um überhaupt ÖPNV nutzen zu können. Deswegen glaube ich, sind die Problemlagen etwas vielschichtiger. Also es geht um bezahlbaren ÖPNV, aber eben auch darum, mehr Kapazitäten bereitzustellen. Sehen Sie eine Chancenungleichheit zwischen Kindern aus armen und reichen Familien in unserem Bildungssystem? Und wenn ja, wie könnte man das lösen? Ja, auf jeden Fall gibt es da Chancenungleichheiten. Das kriegen wir auch immer von den Studien wieder vorgehalten, dass gerade in Hessen diese Bildungsungleichheiten besonders groß sind, dass hier in Hessen immer noch der Bildungserfolg davon abhängig ist, wie viel Eltern verdienen und welche soziale Herkunft ich habe. Und genau das wollen wir ändern. Dafür brauchen wir eine flächendeckende Schulsozialarbeit. Wir brauchen verstärkt eben auch Ganztagsschulen, um allen Kindern am Ende die gleichen Chancen zu geben. Was haben Sie heute noch vor? Ja, ich habe heute noch vor, meine Rede für morgen zum Wahlrecht für vollbetreute Menschen vorzubereiten. Ich habe noch eine lange Plenarsitzung heute und nach der Plenarsitzung noch Untersuchungsausschuss, der sich mit der NSU-Mordserie befasst, und noch einen parlamentarischen Abend, und danach würde ich ganz gern schlafen. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Vielen Dank. Dankeschön.